Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu V Rising. Letzte Folge kam relativ gut an, wo ich das erste Mal gespielt habe. Und mit den ganzen Erkenntnissen, die ich jetzt gewonnen habe, habe ich mir gedacht, ich mache heute nochmal eine Folge. Weil mir das selber privat auch so viel Spaß macht, dass ich hier unbedingt reingehen will. Moin, Steven, moin, Wolfpack. Und Plan ist, ich will meine Base komplett ausbauen. Ich will die ganzen Helden... Ach, ich glaube, das habe ich im letzten Mal nicht gezeigt. Das kann ich gleich mal in der Base zeigen. Die ganzen Gegner sammeln bzw. besiegen, weil dann kriege ich neue Sachen, die ich bauen kann. Und das ist so ein bisschen der Plan. Dann habe ich auch mehr Verwandlungen und so. Klar, ein bisschen Leveln und so. Wobei ich glaube, das Leveln... Erst mit dem Leveln habe ich immer noch nicht so ganz kapiert, um ehrlich zu sein. Aber ich bin dann eher auf der Suche nach Kupfer nachts. Was für ein Spiel ist. Ich habe das letztens schon mal gespielt. Habe ich auch auf YouTube hochgeladen. 1,5 Stunden. Das ist V Rising. Ist ein Indie-Game. Und ist so eine Mischung aus Aufbausimulator. Was ist das denn? Geros Winde, die der Verwüster. Keine Ahnung, was ist. Ich muss sagen, ich bin richtig schlecht mit Maus und Tastatur. Alter, der macht mir viel zu viel Schaden. Das kann ich vergessen. Der war auf 4 Level über mir. Da hau ich rein. Wusste ich nicht, dass man so random solche Leute finden kann. Guck mal, der hat mir ja sogar, so wie Malik ist, so ein bisschen Leben komplett abgezogen hier. Oder? Meine ich das nur? Ah, jetzt kriegt das wieder. Maximal. Krass. Hat mir 80 so abgezogen. Der Scheinehund. Aber ich wollte euch hier an der Base zeigen, was ich meinte mit den Helden. Also man kann an diesem Portal, wo ich auch den Alpha-Hund geholt habe, sich auch eine Spur anzeigen lassen zu ganz vielen anderen. Und die ganzen anderen Typen, Gegner, die man so findet, die geben auch neue Sachen, neue Blaupausen, die man nutzen kann, um seine Base zu erweitern. Und das wollte ich auf jeden Fall heute machen. Ich will meine Base auf jeden Fall auch mal zumachen, weil andauernd irgendwelche Bären reinkommen, damit ich da mal entspannt Sachen machen kann. Oh. Und ja. Hallo Leidraner. Denk mal so 1-2 Stunden. Wieder schön hier reinsuchten. Also wie Rising. Die 20 Euro, die lohnen sich, Leute. Dafür kriegt ihr richtig, richtig viel zu tun. Wenn ihr das auch noch mit einem Kollegen oder so zockt online, mit mehreren, macht es nochmal doppelt so viel Fun. Kann ich extrem ans Herz legen. Das ist wie Rising, Late Runner. Ich bin eine Vampirin. Ein Vampir. Und muss mir hier meine Basis aufrichten. Und looten und leveln und Aufbausimulator. Es ist eine geile, ganz geile Mischung. Eine ganz wilde Mischung ist das. Ich wünschte, es gäbe Controller-Support. Aufbausimulator, ja. Das klingt komisch erstmal, ne? Aber hier links siehst du schon ein bisschen von meiner Base. Also, es ist eine Mischung aus Diablo und Clash of Clans irgendwie so gefühlt. Also, in welchem Game muss man so Ressourcen sammeln? So in Überlebens, so Ark und so muss man Ressourcen sammeln. Aber guck mal, das hier ist meine Base. Und die werde ich jetzt auch mal hier ein bisschen, zumindest mal... schließen. So, das machen wir zu. Das brauchen wir noch. Ich kann es ja später hoffentlich auch wieder abbauen. Mit den Treppen habe ich noch nicht so ganz verstanden. Vor allem, wenn ich zu... Hier.
Palisadentor. Dann baue ich hier auch ein Tor hinten hin. Mal was hier für Gegner rumlaufen, aus dem Nix. Okay, ganz ruhig. Ich brauche Holz. Aber das ist schon mal jetzt ein bisschen zu. Hier laufen halt um mich herum überall Gegner rum. Was ein bisschen nervig ist. Kann man sich nicht so konzentrieren. Ach, wir haben genau 10 Minuten gehalten. Moin, Skoppel. Das ist wieder so ein Game, Leute. Da kann ich viel quatschen, aber nicht so krass in den Chat gucken. Die mich schon etwas länger verfolgen, kennen das. Multitasking und ich gehen nicht Hand an Hand. Ich sag nur Raft. Raft gab es Zeiten, habe ich eine Stunde lang nicht in den Chat geguckt, weil ich so am Bauen war. Weil ich so krass am Sammeln war. Ja, wenn es Controller-Support hätte, das würde mir nochmal mehr für sehr viel... Das ist so das einzige Manko aktuell, würde ich sagen. Was mich tatsächlich auch ein bisschen... Nein! Bitte sag mir, ich kann die abbauen. Bewegen, Struktur platzieren, nach links drehen, rechts drehen. Doch, ich kann es bewegen. Ja, ich konnte es bewegen, geil. Was ist das denn? Ach, der macht das klein, damit ich da durchgucken kann. Ah, das Game ist geil. Was ist jetzt hier los? Zack, zack. So, Schlosszentrum. Alle, die die erste Folge nicht geguckt haben, auf jeden Fall hier oben einmal reinschauen. Da wird erklärt, was hier überhaupt abgeht. Öffnen, schließen. Okay, chill. Jetzt habe ich hier nämlich erstmal ein bisschen Ruhe. Und was ich euch zeigen wollte, hier gibt es diesen Blutaltar. Und den habe ich ja schon geschafft. Alpha-Wolf. Belohnung, Kräfte, ich kann mich in Wolf verwandeln. Und es gibt hier den Rufus, der Vorarbeiter. Es gibt eine verborgene Kraft. Es gibt eine Holzbearbeitungsbank. Rezepte. Geschütztes Holz und Bilderrahmen. Und den kann ich auch verfolgen. Und dann kann ich den besiegen und dann kann ich neue Sachen bauen. Und das will ich auf jeden Fall machen. Es wird aber jetzt Tag, deswegen bleibe ich erstmal in der Base und baue ein bisschen die Base, weil ich will hier auf jeden Fall auch ein bisschen mein Lager verbessern. Hier wird so ein bisschen... Ich finde es geil, ne? Alles, was man einmal gebaut hat, kann man halt auch wieder abbauen. Das ist echt cool. So, und dann habe ich hier nämlich ein bisschen Ressourcen. Das ist ganz geil. Also, ja, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es ist irgendwie so ein Genre-Mix, was ich aber gar nicht schlecht, sondern ziemlich, ziemlich geil finde. Was mich tatsächlich auch ein bisschen überfordert. So, was mich mit. Holz kann noch rein. So, wie viel Kupfer habe ich? 14. So, übel viel Stein habe ich. Mit Stein, kann ich irgendwas Besonderes, Geiles mit Stein bauen? Ich kann noch ein Schlosszentrum bauen, sehe ich gerade. Frag mich nur, wieso? Was bringt das? Weiß ich nicht, was das bringt. Produktion habe ich ja. Veredelung, genau. Ich will auf jeden Fall eine Mühle bauen, da brauche ich Schleifstein für. Blutpresse. Das Biomaterial. Frage ist, was ist Biomaterial? Ne? Aber ich würde es mal bauen, glaube ich. Ich würde es einfach mal bauen, weil ich wissen will, was das kann. Borderstein, war der hier? Ja, ein bisschen Stein. Dann baue ich das mal. Blutpresse. So. So, was kannst du? Blutpresse. Was kommt da rein? Herzen, Herzen, Herzen. Okay, was bringt das? Urblutessenz. Okay.
Okay, dann hau ich da mal alles rein, was ich so hab, ne? Dann lohnt es sich ja auch, die Ratten wieder zu sammeln. Ist gerade nur 3. Die Herzen habe ich noch irgendwo verstaut. Ups. Ja, ich komme mit Tastatur nicht gut klar. Ich bin echt scheiße mit Tastatur. Hier, ich habe Herzen. Herzchen, Herzchen. 9 Stück. Da wird jetzt hier 60 Essenz draus gewonnen. Und wenn ich ganz viel Essenz habe, kann ich daraus eine verbesserte Blutessenz machen. So ist jetzt die Energiequelle, Papiere nutzen, um Materialien zu kontrollieren, für die Wissen freizustellen, Menschen in Gehorsam und Tier zu verwandeln. Okay. Und da gibt es hier noch Urblutessenz. Eine aus Blut, destillierte Energiequelle, Vampire nutzen, Okay. Na, ist doch schon mal gut. Was kann ich noch bauen, wenn ich schon mal dabei bin? Ist eh Tag, da kann ich noch nicht so viel machen. Ungeziefernest. Ich baue es mal. Kann ich es auch außerhalb bauen, wenn ich vorher so ein Ding habe? Ich habe keine Blutessenz. Bodenbelag. Blutessenz kostet alles. Mauern. Steinziegel. Habe ich alles nicht. Fenster. Kupfer, Brett. Wie würde ein Fenster aussehen? Kann ich es ins Holz machen? Ne? Tapete? Aus Stein, das wäre doch super. Okay, es geht anscheinend nicht an Holz. Hm. Beleuchtung. Okay, dann bringt mir eigentlich aktuell nur... Den habe ich schon. Höchstens das Ungeziefernest. Dann kriege ich halt Ratten und so. Glaube ich. Das brauche ich ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ein Just-Chatting-Stream? Ich glaube auch, ey. Den müsste ich mal einflechten. Ich spiele gerne Anno und so. Ja, ich glaube, Anno wäre jetzt ein unfairer Vergleich, weil Anno halt so ein riesen Aufbausimulator ist. Und hier hast du hast hier halt ein bisschen was zum Aufbauen. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was Ziel des Spiels ist, um ehrlich zu sein. Hier kriegt man auch ein neues Rezept. Verstärktes Brett. Brauche ich dann Eisenbarren? Also, weil ich auf jeden Fall brauche... Oh, was ist denn hier? Blutqualität, Blutvorrat. Blutgruppe Kreatur, okay. Was ich auf jeden Fall, also da, ich nehme noch 250 mit, weil ich glaube, ich brauche ja nicht so viel. 18 Stunden, also ich muss erstmal 18 Stunden zocken. Leder. Dann kann ich das aufwerten. Diener sagt, also wenn ich Diener habe, wird glaube ich geil. Und ich kann 30 Grenzen bauen. Ich glaube, ich würde die Grenzen mal platzieren, weil wenn sobald ich die Grenze habe, habe ich sie. Oh, da war ich in der Sonne, habt ihr gesehen, ne? Vampire können in der Sonne. Denen geht es in der Sonne gar nicht gut. Sonne und Vampire, das mögen die gar nicht. So, jetzt habe ich 29 von 30. Das ist doch super. Das heißt, ich kann jetzt auch eigentlich einfach... Meine Mauer nehmen? Oder? Demontage. Okay, 75% wird erstattet. Ich kann also alles demontieren und neu bauen. Ich lasse es erstmal so, aber das mache ich dann später. Das ist doch geil. Man kann alles umdrehen, schwenken, umplatzieren, ist geil. Nicht zu sterben ist. Ja, es ist nicht so schwer. Also, es wäre eigentlich... Wird gleich dunkel, dann kann es losgehen. Dann gehen wir zu diesem Rufus. So, Mond geht auf. Wir gehen raus. Ich kann mich verwandeln, aber nicht schneller. Moin, Nobu, mein Bester. Wie geht's? Wie steht's? So, und er zeigt halt immer an, wo ich lang muss, ne? Nicht ganz so präzise, aber
Das klappt. Warte mal kurz, der zeigt da an, gehe ich mal da lang. Geh mal zu Rufus. Und wenn ich auf dem Weg Kupfer sehe, muss ich Kupfer auf jeden Fall mitnehmen. Ich brauche ihn nicht. Wieso muss ich denn jetzt da lang? Ja, hier hoch. Wo soll ich lang? Da soll ich lang, okay. Man kann auch hier diese Dinger runterspringen. Zack. Oh, hier ist Kupfer. Das brauche ich. Alter Schwede. Mal ein bisschen Blut trinken. Moin Kendrick, wie geht's, wie steht's? Schön, dass du da bist. Sieht nice aus. Ja, ist ein Indie-Game. Glaubt man gar nicht, ne? Dafür, dass es so gut aussieht. Es ist tatsächlich ein Indie-Game. Schön, dass du da bist. Wie geht's, wie steht's? Oh, was ist das hier? Feuerblüte. Komme ich nicht runter. Oh Mann. Was ist das hier? Ach, das war der Dingsumstein, ne? Schwefel brauche ich jetzt erstmal nicht. Ich habe so viel Schwefel. Ist nicht so eindeutig, wo ich lang soll. Moin, Jojo. Ich habe volles Haus hier. Full House. Hier ist bestimmt Rufus, ne? Ist das Rufus? Da ist Rufus. Den muss ich besiegen. Dann gibt's diese Werkbank. Versuche erstmal die kleinen Viecher hier zu besiegen. Was soll das denn? Ich komme mit Maus und Tastatur echt nicht gut klar, ne? Lacht mich nicht aus. Daneben. Ja, also ich würde schon sagen, dass er arg schwerer ist. Den nehme ich mit. Nehme ich alles mit. Okay, da ist Rufus. Geil, wenn ich erst den anderen Scheiß hier besiegen könnte. Dass ich alles so ein bisschen rauslocke. Es war ja beim letzten Mal schon, wenn man einen Gegner das erste Mal sieht oder ein Gebiet das erste Mal sieht, dann leckt es ein bisschen. Aber wenn man danach läuft, es eigentlich super butterweich. Thank you.
Das ist gar nicht so einfach. Na, haben wir aber. Unbeflecktes Herz. Schön. Tausche Fähigkeiten und Kräfte. J. Ja, aber nicht hier. So, kurz heilen. Das war Rufus. Jetzt kann ich halt neue Sachen bauen. Können wir kurz auf J gucken. Oh, guck mal hier. Blutrausch ist auf jeden Fall besser als Konter, weil Konter mache ich nie. Schirme dich selbst, würde in der Nähe von 4,5 Sekunden. Geil. Geil, geil, geil. Schattenblitz. Ah, den habe ich ja, genau. J. Und jetzt kann ich den mit C einsetzen. Oh, jetzt bin ich stärker. Geil. Guck mal da. Der hat mich betäubt, der Sack. Der hat mich schon wieder betäubt. Fress ich da einfach auf. Kann ich hier noch Holz klauen? Wenn die hier schon so eine Holzanlage haben? Das wäre cool. Schade, aber hier. Okay, jetzt wieder ab nach Hause. Hier gibt es noch was. Verdorbenes Herz, Papier, Holz. Perfekt. Noch mehr Papier. Wenn man 50 Papier hat, dann kann man sich irgendwie eine random Fähigkeit besorgen. Wenn ich das richtig verstanden habe. Und dann muss ich jetzt... Oh, hier ist dieser Alpha-Wolf, den ich als allererstes gemacht habe. Epic, vielen, vielen Dank für dein Prime. Prime im dritten, vielen, vielen Dank. Viel Spaß weiterhin mit den Modes und cool, dass du immer noch dabei bist. Vielen, vielen Dank. Weiß ich sehr zu schätzen. Und moin, moin an dich. Hofner von Lou. Und dann will ich auf jeden Fall noch die nächsten paar Level 20er Gegner machen. Soll ich dann ein Werwolf sein? Ja, also aus meinem filmischen Wissen heraus weiß ich, dass Werwölfe die Feinde von den Vampiren sind, weil Werwölfe Vampire töten können. Daher denke ich nicht, dass ich mich in Werwolf verwandle, sondern nur in irgendein Wolf. Zu Hause! Bin zu Hause! So, was erstmal das Kupfer hier rein, ne? Habe ich nicht Kupfer mitgebracht? Ja. Feuerblüte ist cool. Fisch ist cool. Jetzt muss ich erstmal überlegen, was wollte ich machen? Genau, ich gucke jetzt erstmal, was ich hier neu bauen kann. Muss ich das hier einsammeln? Das habe ich bekommen. Das kann ich. Holzbearbeitungsbank. Und neue Rezepte. Okay. Gucken wir mal. Produktion. Holzbearbeitungsbank. Alter Schwede. Okay, ich glaube, wir müssen erstmal die Grenzen hier verschieben. Das wird hier alles zu klein. Das mache ich erstmal. Oder erstmal nur ein. Was ist mit den Palisaden? Wieso kann ich das nicht? Also ich muss erst das und dann kann ich das. Ich mache erstmal so. So. Wieso geht das nicht? Blockiert durch Umwelt? Was? Weg damit.
So. Ist das hier? Mann! Da ist schon wieder was. Wie viel Holz habe ich denn noch? Nix mehr. Gut. Warte mal. Stopp. Stopp, 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 stopp. Stopp, stopp, stopp. Hier? Ja, hier ist er. Den habe ich doch hier schon. Blutaltar. Blutpresse, rein da. Zack, zack, zack. Der macht mich mehr Holz. Okay. Oh nein, nicht die Sonne. Hey, solange ich im Schatten bin, ist kein Problem. Mann, der Sarg. Ich glaube, es reicht erstmal. Oh nein, fast verbrannt. So, Wände, Wände, Wände. Ey, wieso geht das schon wieder nicht? Blockiert durch Umwelt. Mach die scheiß Umwelt weg. Oh mein Gott. Ist das schon wieder das Problem? Ach man, überall liegt hier Zeug rum. Mann, ich brauche auf jeden Fall irgendwie ein Dach oder so. Das ist ja nervig. Ja, was halt cool wäre, wäre, wenn ich in meinen Sarg gehen könnte und dann den Tag einfach verschlafen, aber es geht leider nicht. Also, das geht leider nicht. Was kann das eigentlich hier? Irgendwelche Tränke kann das machen. Ich leg mal ein bisschen was ab. Du, keine Ahnung, was ihr könnt. Papier, habe ich die Papier irgendwo gesammelt? Ne, hatte ich eigentlich mitgenommen, ne? Ja. Okay. 25 Kupfer, das ist schon mal nice. Dann kann ich mir nämlich den Speer machen. Will ich den Speer? Ja, warum nicht? Ich baue mir den Speer. Und kommt hier auch. Nee, kann ich so lassen, okay.
jetzt echt lange Tag, ne? So. Production. Bretter brauche ich. Bitte sag mir, ich habe hier noch Bretter drin. Ey, ich brauche so viel Holz, Mann. So brauche ich so viel Holz. Ich muss, diese Nacht muss ich einmal komplett farmen, Leute. Es tut mir leid. Ich muss einmal komplett diese Nacht farmen. Richtig Holz farmen. Damit ich mal hier keine Holzprobleme habe. Das ist ja übel nervig. So, Blutaltar. Einfache Werkbank, Forschungstisch, Holzwaldung, brauche ich Bretter. Ungeziefer, komm, die baue ich jetzt. Ich hab den Platz. Oder auch nicht. Habe ich hier nicht irgendwo eine Tür? Nee, okay. Zack, Blutpresse daneben. Okay. Was ist das denn? Achso, ja, okay. Holz. 5. Wie viel brauchte ich? Ja, reicht. Perfekt. Mach ich hier hinten in die Ecke. So, was kann ich da jetzt machen? Da bin ich mal jetzt gespannt. Holzbearbeitung. Bilderrahmen, geschnitztes Holz, Jägerarmbrust. Das klingt ganz cool. Da brauche ich Leder. Angelrute. Okay. Dann, diese Nacht, ich habe gesagt, eine Nacht jetzt einmal komplett Holz farmen. Hau rein, Late Runner. Schön, dass du da warst. Hallo Senfwasser, wie geht's? Tsunami? Hier ist auch ganz schön windig. Komisch, ne? Dass du in so einem Game irgendwie so ein Sammel, dass du so viel noch sammeln musst. Irgendwie ungewöhnlich. Sehr windig. Skuppel nach der Folge Mario Kart.
wie viel Holz man einfach nur direkt neben seiner eigenen Base holen kann. Steinziegel, cool. Na klar, oh, sehr schön. 100.000 Stunden, 100%. Es gibt eine Liste, welche Games ich auf 100% mache. Noch ein Steinziegel. Auch 64. Ja, mal auch 64 zum Beispiel gehört zu 100%. Yes. Habe ich letztes Jahr erst einen 100% Run gemacht, dann 12 Stunden. Nicht mal 12 Stunden. Wie lange habe ich gebraucht? 10 Stunden Skoppel? Ich werde gleich so viel Holz haben. Dieses zweite Stadtzentrum, was ich da habe, soll man das benutzen, um seine Base, die ich hier habe, krass zu erweitern? Oder um irgendwo anders noch eine zweite Base zu machen? Frage ich mich gerade. Bisschen aus wie Valheim. Ja, stimmt. Ich glaube, ich sollte jetzt genug Holz haben. Für die nächsten paar Jahre. Ich erweitere jetzt, ich mache direkt mein Stadtgebiet. Dass das direkt die Außen, komplett außen entlang geht. Hä? Bin ich überall außen? Habe ich überall nach außen gemacht? Ah ne, hier. Hier die noch nach außen. Ich glaube, dafür muss ich den Scheiße noch abbauen. Okay. Klappt. Perfekt. So. Ja, wofür ich dich brauche, I don't know. So, ich habe einen Eingang, habe ich irgendwo. Habe ich irgendwo einen Eingang? Oder habe ich jetzt überall zugemacht? Ich habe überall zugemacht. Wie findet ihr das? Perfekt, ne? Ja, ich brauche eh nur einen Eingang. Der ist hier oben. Wird mein Eingang. So. Produktion habe ich. Sägewerk, ich brauche keine zwei Sägewerke, das wäre komplett übertrieben. Blutaltar. Wieso brauche ich nur mehr Blutaltäre? Altare? Macht das gar, das macht doch gar keinen Sinn, oder? Universal, das brauche ich nicht. Das brauche ich alles nicht. Okay, dann habe ich alles. Jetzt gehen wir zurück. Hier, und du kriegst jetzt so viel Holz reingeballert. Holz, Holz, Holz. Du kannst so viel Bretter ballern. Sehr schön.
Was passiert hier? Aha. Da kann ich mein komplettes von dem Zeug reinballern. Das ist gut. Ich wusste mich nicht, was ich damit machen soll. Und Holz. Knochen. Das hatte ich ja auch, ne? Was gibt's das? Riesenratte. Uiuiuiui. Grabstaub. Faulige Ratte. Aber das Ding habe ich. Das habe ich doch gesammelt eben. Das habe ich. Dieses Fischding. Hier. Kann ich den anderen Fisch vielleicht essen oder so? Macht wahrscheinlich keinen Sinn so als... Heute Übertrag wegen... Heute? Ah ja, Beutel lässt man fallen. Ja, weil was mit dem Fisch macht, weiß ich nicht. Lass ihn erstmal hier. Riesenratte. Bin ich aber gespannt, was da passiert. Ich habe nochmal eine Ratte. Kann doch hier, ne? Eine Rat? Sieht noch Herzen? Nee, ne? Wieso kann ich den nicht nehmen? War! Die kommt dann hier! Was bringt das? Blutgruppe geändert? Oh Gott, ist das gut? Oder ist das schlecht? Wahrscheinlich ist das schlecht. Kreatur. Qualität. 2%. Blutgruppe-Kreatur. Okay. Okay, haben wir nicht verstanden. Aber auf jeden Fall werden dann hier Ratten produziert. Hier werden jetzt Ratten produziert. Und mit den Ratten, die kann ich direkt hier reinschmeißen. Und aus Ratten werden Blutessenz gemacht. Perfekt. Das läuft. Nehme ich ein bisschen Holz mit. Schmelzofen. Gibt es nichts zu schmelzen, weil ich noch nicht die Rezepte habe. Gut. Gut, dann lege ich einmal Stein ab und dann können wir den nächsten Fight machen. Würde ich fast sagen. Ja, mit der Tierhaut kann ich bestimmt auch demnächst irgendwas machen. Nur abwarten. Die rein. Ziegel rein. Habe ich 3 Stück, das ist gut. Die Rosen, weiß ich nicht, wo die sind. Okay. Dann machen wir den nächsten. Wo habe ich den Blutaltar hier, ne? Es gibt auf jeden Fall eine große Kiste. 21 Gegenstände. Kupfer und Brett. Level 20 verfolgen. Oh, es wird jetzt Tag. Na, scheiße, einen Tag muss ich abwarten. Ist ein bisschen doof, aber ist halt so. Ey, das ist echt eine coole Mechanik, ne? Da kommen die Ungeziefer raus und hier packe ich sie direkt wieder rein. Ich weiß gar nicht, wofür ich den Nebel brauche. Scheiße, den Nebel. Brauche ich einen Nebel? Ich werde hier demnächst noch eine Million Ratten haben. Was, vielleicht mache ich erst den. Was gibt der denn? Gerberei, das brauche ich viel mehr. Tierhautbrett. Oh, oh. Brenne ich? Nee. Ich glaube, ich mache lieber den hier. Gerberei. Reiseumhang, Feldflasche und Leder. Ja, Mann, das brauche ich. Den brauche ich. Kaylee, die Frostbogenschütze. Die brauche ich. Aber ich warte, bis wieder Nacht ist. Das ist ein bisschen doof. Ich hatte halt echt gedacht, oder was cool wäre, wenn, vor allem wenn man eine Singleplayer spielt, wenn man sich hier in den Sarg legt,
dass die Zeit dann schneller vorbeigeht und es jetzt Nacht wird. Aber es passiert ist, die Zeit geht nicht schneller vorbei oder so. Man kann sich da also nur vor der Sonne schützen quasi. Das wäre cool, wenn man halt jetzt, wie bei Minecraft zum Beispiel, wo man die Nacht verschläft, dass man hier so den Tag verschlafen kann. Das wäre eine coole Mechanik. Weil ich weiß jetzt nicht, was soll ich jetzt den ganzen Tag über machen, wenn die ganze Zeit die Sonne brennt. Ich meine, ich kann schon mal hinrennen. So ist nicht, durch den Schatten. Ich glaube, ich mache ich auch, aber das ist ja doof irgendwie, ne? Guck mal hier, wie ich rennen muss. Naja. Ist das halt so, ne? Ich versuche irgendwie im Schatten zu bleiben. Aber auch der einzige Kritikpunkt und halt keine Kontrollunterstützung. Sonst habe ich eigentlich nichts zu meckern. Ich habe gerne was zu meckern. Kupfer nehme ich mit. Ich glaube, die Ressourcen respawnen. Relativ schnell sogar. Relativ zügig. Hier wäre nochmal dick Loot. Komm, lass mich in Ruhe. Nein. Es ist doof, dass auf F aufsammeln ist, finde ich irgendwie. Das gefällt mir nicht. Wieso ist auf F aufsammeln? Nein, 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 Sonne, weg! Oh Mann, ey. Das mit der Sonne gefällt mir nicht so. Leder. Geil, man kann einfach Leder so looten? Das wusste ich auch nicht. Ja, mit dem Schatten ist echt doof tagsüber, ist gleich wieder Nacht. Ist ja ganz cool, dass sie es überhaupt eingebaut haben, ne? Und auch relativ vernünftig eingebaut. Nicht so dumm wie bei Sons of the Forest mit den Jahreszeiten, die gar keinen Sinn machen. Warte mal, vielleicht auch da oben. Obwohl, ne, ist nicht da oben. Vielleicht doch da oben. Da oben wäre doof, da ist kein Schatten. Oh ja, hier ist es, glaube ich, oder? Hat auch geleckt. Lecken ist immer ein gutes Zeichen dafür, dass hier was Neues ist. Oder? Nee, einfach weiter. Okay, weiter. Gehe ich weiter. Ich glaube, hier oben. Naja, hier oben ist es. Sieht schon so aus wie so ein Lager. Das wird ja witzig. Banditenfallenstellerlager. Ja, das ist es safe. Oder? Naja, guck mal.
Mann, kann jetzt mal langsam wieder Nacht werden, bitte. Schnellstmöglich. Danke. Jetzt mich euch alle auseinander. Kurz heilen, weil für die Sicherheit. Ich habe auch nicht mehr so viel Blut, sehe ich gar nicht. Sehe ich gerade. Ich muss gleich mal einen abzapfen. Ich einen sehe. Gibt es hier einen zum Zapfen? Ein Zapfahren? Ja, komm mal her. Vielleicht dich? Danke. Oh! Frostbogenschützin, hab mich eingefroren. Bin eingefroren. Ja, erstmal die kleinen Viecher hier weg. Alter, das hat viel abgezogen. Ich kann mich ja schnell heilen. Kann die nicht. Wieso kann die sich so verstecken? Ist voll gemein. Ah, nicht getroffen. Wo kommst du denn jetzt her? Ah, die hat die einen umgebracht. Ah. Du Scheiße. Also, es ist schwierig, an die ranzukommen. Alter, einfach ein Bär noch, der mithilft. Lol, der Bär hilft wirklich mit. Lol. Schön extrahieren. Ist ganz schön tricky mit der Tastatur, ich sag es euch. Ich bin echt scheiße mit der Tastatur. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin echt scheiße mit der Tastatur. Oh, was ist hier drin? Gegner. Perfekt. Falle. Auch noch starke Gegner. Ich hau rein. Ich will aus dem Lager hier raus. Ich bin weg. Damit kann ich jetzt Leder herstellen. Das ist ganz, ganz cool, finde ich. Und ich habe bei J was Neues. Muss ich gleich auch mal gucken. Ich brauche gleich neues Tierblut. Aha, was ist das hier? Frostblitz habe ich. Potzblitz. Feuer eine Projektile, das war auch explodiert. 100%. Ja, ist auf jeden Fall geiler als das, oder? Oh, das geht nicht. Kann ich nur da oder da? Nur da oder da? Ich mach mal anstatt der Ding hier. Ja. Ups. Und dann so. Ups. Abklingzeit? Gar keine Ab. Oh, doch, bisschen Abklingzeit. Oh, das war cool. Oh, oh, oh. Du bist zu Boden gegangen. Warte, bis ich einfach wieder verwirbelt oder drücke X und wieder neu einsteigen. Oh, ist doch nicht Hardcore, oder? Ah, dafür ist der Holzsack. Was passiert jetzt?
Meine Rüstung ist im Sack. Die repariere ich hier nochmal. Ich glaube, in der Werkbank. Mein ganzer Loot ist weg! Was waren das denn für Gegner aus dem Nix? Fuck. Kacke, ey. Brett Tierhaut. Oh, warte. Kann ich das wieder einsammeln vielleicht? Oh, das gucke ich mal eben. Wenn das noch so ein Ding ist, vielleicht kann ich es wieder einsammeln, mein Loot. Weil hier liegt da einfach meine Leiche. War nicht so weit weg. Das wäre echt gut. Guck mal, da ist diese Miliz, ne? Ne, Skelett mit Armbrust. Was waren das für Gegner aus dem Nix? Die hat nicht mal ein Level angezeigt. Die haben mich so hart auseinandergenommen. Musik ist auch ganz schön, ne? Im Game. Hast die ganze Zeit so ein bisschen trällern im Hintergrund, gefällt mir. Weil die waren's nicht. Ey, ich meine, was hätte es für einen Sinn, dass hier so ein Sarg ist, wo ich gestorben bin, wenn ich da nicht mein Zeug wieder einsammeln könnte? Ja, ganz gut. Ey, hoffentlich sind die Gegner nicht mehr da. Das ist es. Komm bitte. Behälter? Ja! Ach Gott sei Dank, hat es gelohnt. Okay, sterben ist nicht so schlimm. Man kann sich wieder einsammeln. Boah, ich wäre aber auch echt ein bisschen traurig gewesen. Also, da ist, sind ein paar Sachen dabei. Guckt allein mal die ganze Tierhaut und den ganzen Kupfer und das Zeug, die Barren. Oh Gott, ey. Das heißt für mich, ab sofort immer alles zu Hause lassen. Das teure Zeug immer zu Hause lassen. Ist eigentlich auch clever, dass man als erstes diese Hundeverwandlung bekommt, weil man ja sich schneller fortbewegen muss. Es könnte tatsächlich noch ein bisschen Hallo. Schneller sein. Moin, Sebe. Aber das ist schon okay. Manchmal kann ich mich nicht nähern und manchmal schauen. Ich muss auf jeden Fall auch meine Dings reparieren, meine Rüstung. Also wenn ich so langsam und eigentlich sehr schnell springen könnte. Ja. Haben sie sich vielleicht von Monster Hunter abgeguckt. Das wäre auch arschlangsam. Was ist das? Das ist ein Edelstein. Den will ich. Kann ich mir den schnell holen? So, da, ne?
Will ich haben. Gib, gib, gib. Wie komme ich da hin? Schnell kannst du nicht holen. Wie komme ich da dran? Kann ich später über Wasser? Kann ich später fliegen? Man weiß ja nicht, was später noch so kommt, ne? Wahrscheinlich kann ich da später erst hin. Schade. Hätte ich gerne gehabt. Ich habe auch noch keine Ahnung, was ich mit den Edelsteinen mache. Kommt doch hier eine Markierung. Okay. Ich weiß, wo ich hin muss. Sebe, wie geht's dir, mein Bester? Du bist aber früh da. Bist du nicht normalerweise erst um 17 Uhr da? Hattest du heute früher Feierabend? Ich finde es schade, dass wir nicht Sons of the Forest weiterspielen können. Ich müssen wir aufs nächste Update warten, tatsächlich. Ich kann leider nicht streamen und zocken, Sans. Das sind die Hunde ziemlich schnell. Ich rede nicht vom Monster Hunter Rise, ne? Ich rede vom normalen Monster Hunter. Da gibt's doch nichts, worauf man reiten kann, oder? Oh, oh, Sonne geht auf. Egal, es hat sich gelohnt, das Zeug zu holen. Wenn ich jetzt zu Hause bin, mache ich sofort die Gerberei. Nein, direkt Stream an. Alter. Das ist Support. Danke dir, Sebe. Direkt Stream an. So nämlich. So geht das. So, wie komme ich jetzt ungeschadet nach Hause? Man kann später bestimmt auch noch durch die Sonne irgendwie laufen. Ach du Scheiße, hier ist ja gar nichts. Meine ganze Base ist im Freien. Kann ich ein Dach bauen? Ich brauche Dach. Einen dichten Nebelzeug, der die Sonne im kleinen Bereich blockiert. Dafür ist der Nebel. Ist der Nebel, fuck mich. Sorry, die brauche ich. Also der Nebel ist dann schon wichtig. Und ich habe mich schon gefragt, wie viel brauche ich die? Sich klar. Jetzt ist mir doch alles klar, Leute. Wer lässt hier immer die Tür offen? Zieht. So, jetzt habe ich hier auch schön. So. So, so, so. 66. Wenn ich damit nicht viel bauen kann. Ich habe so ein komisches Buch auch. Gnadenlose...
Nachtschrathose, wiederverwertbar 10 Papier. Bringe dieses Buch zu einer Forschungsstation, um ein Telefon freizuschalten. Uiuiuiui, 6 Stück, das ist huge. Forschung, Forschung, Forschung. Gnadenlose Nachtschrathose. Forschung. Rüstung. Habe ich jetzt einfach gelernt. Wie geil. Da fällt mir ein, ich muss den Scheiß ja noch reparieren. Oder neu bauen. Die Leder. Ah, ich muss sie trotzdem mal reparieren. Weil die richtig im Sack sind. Oder? Ja. Dafür brauche ich Knochen. Scheiße, ich brauche Knochen. Ich muss mal ein bisschen Tiere vermöbeln gleich. Ups. Ich kann vorher... Ich glaube, du hast die Tür offen gelassen. Nee, ich nicht. Kann gar nicht sein. Was habe ich hier bekommen? Gerberei. 5 Stück. Ja, übertreib. Mir reicht erstmal eine. Tierhaut habe ich unendlich. Feldflasche. Makelloses Leder. Ist mir egal, ich brauche erstmal nur Leder. Ich habe so viel Tierhaut. Ich werde da so viel Tierhaut reinhauen. Ich habe 1 Million Tierhaut. Guckt es euch an. 2K. Wisst ihr, wie viel Leder das ist? Deswegen vielleicht noch eine Gerber. Komm, ich mach zwei. Ich mach zwei, ich bin nicht so. Ups. Die kostet ja auch nichts. Ich baue 2. Perfekt aufgeteilt. Geil. So, gleich Leder im Überfluss. Rauer Faden. Ich glaube, ich behalte das direkt mal. Es ist dunkel, das ist gut. Ein Leder habe ich. Hier habe ich noch ein Herzchen, das kann weg. Ich hau mal die Rosen weg. Das und das. So, ich hole mir jetzt eben ein bisschen Knochen, damit ich mich reparieren kann. So, Viecher, so seid ihr. Am besten wäre sogar so ein, wären diese Bären. Da seid ihr doch. Knochen, Knochen, Knochen. Kupfer immer gut.
Ich komme nicht mit Tastatur klar, ne? Mit Controller wäre das so. Also würde es mir so noch viel mehr Spaß machen. Mit Tastatur blockiert es mich ein bisschen ab und zu. In meinen Aktionen. Kann ich on the fly reparieren? Reparieren. Reparieren. Hat's nur zwei. Da ist irgendwas falsch. Da ist irgendwas falsch, ich sage es euch. Irgendwas ist da falsch. Komm, ein Vieh noch. Ein kleines Wölfchen. Da. Wölfchen. Bisschen was saufen. So. Ups. Ich glaube, ich muss, weil ich gestorben bin, die tatsächlich neu bauen. Oder hatte ich nur diese billige Rüstung? Ist auch egal, mit Leder mache ich mir jetzt eh die krasse Rüstung, aber... Hm, komisch. Hat das nicht bessere Rüstungswerte irgendwie? Ja, es gibt einmal die. Nee, die mache ich mir jetzt und die hatte ich. Und welche hatte ich vorher? Eins. Ach, die hatte nur eins. Die war richtig scheiße. Und die hat zwei, die habe ich. Und die mache ich mir jetzt mit Leder. Rauer Faden. Aha. Wo kriege ich denn rauer Faden her? Kann ich hier rauer Faden machen? Nee. Aber ich habe ein bisschen rauer Faden. Wird mir auf jeden Fall schon mal die Weste machen hier. Rauer Faden. Schade, ich dachte, da steht vielleicht, wo ich das finde, aber steht da nicht. Ist auch noch ganz viel. Doch übel viel jetzt von diesem Blutscheiß. Einfach so. Ja, ach guck mal, das kann ich ja jetzt machen. Stimmt. Das mache ich als allererstes. Das mache ich als erstes. Das Ding hier aufwerten. Schlosszentrum aufwerten. Aufwertung. Was bringt das? Es hält halt ultra lang, was sowieso tut. Jetzt Dinasarg. Scheiße. Glas Eisenbarren. Kann ich jetzt neue Sachen bauen oder so? Was ist denn Dinasarg? Ich habe nichts von einem Dinasarg gesehen. Ich habe einen Holzsarg, aber keinen Dinasarg. Kriege ich hier irgendwo 27? Aha. Hier. Das sind Diener. Grab. Zäune Nocturn. Also ich weiß nicht, was hier für Kräfte sind, aber die Struktur brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ich würde jetzt den als nächstes machen. Wie lange ist noch? Nacht, Hälfte. Beanspruchen, aha. Technologie freigeschaltet, Spiegel. Universell, Spiegel. Brett und Kupfer braucht man. Warte, der kommt hier, mein Sarg.
Vervollständige ein Schlosszimmer, in dem du Böden verlegst und umgebende Burgmauern brauchst, um ein Dach zu erzeugen. Schalte Blaupause frei, Steinsarg. Meine Beute in der Ferne schwimmen. Indem du Böden verlegst. Böden. Blutessenz, Steinziegel. Das klingt... Steinziegel! Wie krieg ich denn Steinziegel? Habe ich eine Produktion, die Stein macht? Mühle, ne? Ziegel. Ja. Und wie kriege ich nochmal den Schleifstein? Ich habe schon wieder vergessen. Schleifstein war mit Staub oder so, ne? Weil es gibt hier... Hey, wo kriege ich den Staub her? Hä, scheiße, wo muss ich nochmal hin? Hier, genau, hier. Da. Ich brauche Steinstaub. Kann an einer Mühle verfeinert werden. Mühle. Hä, wo kriege ich denn Schleifsteine her, wenn ich für die Mühle Schleifsteine brauche? Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe ja alles. Ich habe jetzt alles gebaut. Wo soll ich denn Schleifsteine herbekommen? Ich habe auch noch nicht mal das Rezept. Kupferbaren Steinstaub. Ja, wahrscheinlich muss ich erst noch weiter hier Gegner besiegen. Dann mache ich das mal direkt hier den nächsten. Ach, scheiße, schaffe ich fast nicht mehr. Schaffe ich nicht mehr. Schade, ich nur noch zwei habe. Brauchen die alle? Leder, rauer Faden, Reiseumhang, Tuch, Nachtschrathose. Ach nein, hätte ich mir erst die Hose gemacht. Hätte ich dann trotzdem nicht machen können. Rauer Faden. Die hat vier sogar. Geil. Reiseumhang, mehr Gesundheit. Da, Sonnenwiderstand. Da kriege ich Tuch her. Wahrscheinlich muss ich diese Läger da mal ein bisschen abfarmen. Oh, die muss ich ablegen. Wer weiß, wofür man sie braucht. Man weiß ja nie. Sonst kann ich nichts Geiles bauen irgendwie gerade, ne? Boden. Ziegel. Ja, das wird da noch eine spannende Sache. Und das habe ich auch nicht so verstanden. Wahrscheinlich brauche ich einen Boden oder so. Scheiß Spiegel. Beleuchtung. Um Räume zu erleuchten. Wofür brauche ich Beleuchtung? Verstehe ich auch nicht. Okay. Ja, dann. Ich warte jetzt hier nicht die ganze Zeit. Ich laufe schon mal zu dem hin und dann gucken wir mal, wie weit ich... Wie viel Essenz? Wofür brauche ich so viel Essenz? Man weiß es nicht. Lass mein Zeug mal hier. Und das kann ich noch in die Gerberei machen. Ist schon wieder 200. Übel viel Stein auch. Sägespende. Wenn ich damit was... Papierpresse verfeinert werden. Papierpresse. Oh, damit kann ich schon Papier machen. Wahrscheinlich von einem Boss bekommen als Belohnung. Ja, ich kann... Vielleicht hatte ich mal einen, aber... Jetzt wird's Tag. Perfekt.
Glaube ich in die richtige Richtung? Ich meine, wenn es von vorne kommt, ja, oder? Ja, es kommt von da. Gut. Ups. Falscher Knopf. Nee, besiegt das. Ja. Warte mal. Ich kann doch hier. Oh. Nee, so war's nicht. Hier. Nee. Du kriegst keine Items als Belohnung, sondern halt Rezepte und sowas. Also nee, einen Schleifstein hatte ich bisher noch nicht. Hatte ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. Ja, komplett über die. Boah, das war knapp, ey. Ja, mit dem Tag-Nacht-Wechsel. Der Tag müsste noch ein bisschen kürzer sein. Sind sie nicht deswegen komplett irgendwo oben im Norden gewesen, die Vampire? Weil da so wenig Tag ist. Muss ich lang? Och nee. Oh, den nehme ich mit. Auf meinen Raum vorbei. Den Kupfer muss ich mitnehmen, der ist zu wertvoll. Noch mehr Kupfer. Den muss ich mitnehmen. Auch wenn ich verbrenne. Den Kupfer brauche ich. Hier ist so bestimmt das Lager, ne? Hier ist safe das Lager. War nicht hier auch die andere Frau drin? Als ich von hier unten gekommen bin oder so? Ja, ich muss warten, bis Nacht ist. Ihr könnt ja vorspulen. Ich muss warten. Können wir eigentlich den Stream von Samstag wiederholen? Also, ich hatte ja überlegt, wenn eine bestimmte Marke an Follows oder Subs geknackt wird, dann mache ich es nochmal. Aber bei, weiß ich nicht, 5 Follows und krassen 60 Subs mache ich mir, da tue ich mir das nicht nochmal an. Tut mir leid, Steven. Also, da hätten die Zahlen ganz anders aussehen müssen. Stündchen noch. Oh.
Gleich ist es soweit. So, Abfahrt. Jetzt geht's ab. Der ist safe hier drin. Raue Federn, Fäden. Oh, Federn, Fäden, genau, gut. Mann. Wieder Papier, das ist gut. Es wird mir so, es wäre so geil auf, es wäre so nice mit dem Controller, wirklich. Ich könnte, dann würde ich hier so geil rumdreschen, aber ich komme mit der Tastatur gar nicht gut klar, wirklich. Okay. Alter, wie viel die mir abziehen. Kurz heilen. Das Kupfer. Ist doch eine coole Mine hier, ne? Die macht mir echt ein bisschen viel Schaden. Macht mir ein bisschen Sorge. Hier gibt es doch richtig Kupfer. Gefällt mir. Alter, wie viel Kupfer? Da hinten ist noch ein Stein. Nice. Das. Boah, da rechts sind nochmal zwei. Hier. Ey, da sind nochmal zwei. Ups. Und glaub auch eine Truhe da hinten. Alter, wie viele sind hier? Muss ich alles mitnehmen? So übel gut. Auch wenn es ewig dauert. Mann, dass sie mich angreifen können, während ich den mache, ne? Das ist nervig.
Vene freilegen. Vene, David? Was? Nein. Hast du eine Kiste hier, oder? Muss ich meinen Sperren halten? Strohhut. Steinkörper. Geil. Drei, vier Fäden. Ich hatte Strohhut an. Lol, was macht der? Strohhut, Rüstung. Okay, nehme ich. Wie viel hab ich denn? Crazy. Das lohnt sich ja voll hier. Also hier komme ich nochmal hin. Ey, da unten ist noch mal mehr. Ich habe gleich auf jeden Fall unendlich Kupfer. Wenn ich hier durch bin. E-Roll, das ist doch der, ne? Denn ich will E-Roll. Das geht leider nicht, schade. Aber ich will auf jeden Fall nicht alle gegen. Also nicht auf einmal gegen alle kämpfen. Ich pull mir ein bisschen. Klingzeit ist auch nicht so hoch. Warte ich kurz. Scheiße. Alter, macht der Schaden! Und ich mache gar keinen Schaden irgendwie. Wieso nicht? Ist das ein Fernkampf? Alter, der macht gut Schaden. Es ist so schwierig für mich auch mit Tastatur, ne? Versteht das nicht. Aber irgendwie bin ich die ganze Zeit full life, keine Ahnung wieso. Irgendwie macht er mir gar keinen Schaden, keine Ahnung wieso nicht. Jetzt war Schaden, aber komisch. Ich werde die ganze Zeit full life, keine Ahnung wieso, irgendwas habe ich richtig gemacht. Aber ich werde mir das ganze Eisen hier noch mitnehmen, das ganze Kupfer. Alter, alles kaputt gegangen. Wieder was Neues. Was habe ich denn bekommen? Hier. Schlag auf den Boden verursacht einen Bodenriss, welcher nach kurzer Zeit ausbricht. Schaden über ihr und Chaosbrand verursacht. Nehme ich mal mit. Ausprobieren.
Oh, da ist noch eine Kiste, sehe ich gerade. Öffnen. Mitnehmen, mitnehmen, mitnehmen. Alter, bin ich nicht full, full, full? Okay, ab nach Hause. Ab nach Hause, Wolfi. Also, ich habe, glaube ich, nie wieder Kupferprobleme. Das ist ja übel gelohnt. Den hätte ich mal als allererstes gemacht. Dann brauchen wir ja nie wieder Kupfer holen. Ey, ich war da fast die ganze Nacht drin. So, wie ist jetzt der Weg nach Hause? Osten und dann Süden, ne? Ich habe auch gut von diesem diese Fäden bekommen. Hier war zweimal Kupfer, aber ich bin voll. Ja, ich bin komplett voll. Ich habe sogar Steinstaub. 12 Stück, davon kann ich 3 Rüstungen machen. Geil. Alpha Wolf. Der Alpha Wolf. Wieso laufe ich hier einfach durch so ein Lager durch? 28. Dieb. Ich bin weg. Tschö. Wie die Musik dann abgeht, ne? Egal. Wird gleich Tag. Oh, oh. Ah, ne, sind normale Skelette. Ich weiß immer noch nicht, was mich da eben so gekillt hat. Das war irgendwie so eine Miliz. Die hat mich komplett aus dem Leben genommen. Bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg? Ja. Leider. Weiter geht's, weiter. Oh, vielleicht kann ich mich auch teleportieren. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich laufe immer wie so ein Dulli. Schon vor, man kann sich teleportieren und ich laufe hier immer lang. Oh. Renn, Hündchen, renn! Ein weißer, ein blauer und ein roter. Nebel, Nebel, rette mich. So, aufmachen, zumachen. Jetzt, was habe ich bekommen? Ich habe eigentlich nur diese scheiß Truhen bekommen, ne? Toll. 21 anstatt 14. Ich meine, ist cool. Ist cool, aber richtig helfen tut mir das nicht. Was mir richtig hilft, sind... Oh mein Gott, da, ich muss das Kupfer abgeben. Bam, 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 bam. Ist voll? Lol. Kupfer ist komplett voll. Scheiße. Ey, was habe ich alles bekommen? Steinkörper. Tuch. Und ganz viel Stein. Oh, den habe ich bekommen. Oh ne, das macht keinen Sinn. Ein Tuch bekommen. Stärktes Knochenschwert brauche ich nicht. Es kann direkt wieder weg.
Oh, Schmiedebodenbelag. Forschen, forschen, forschen. Schmiedebodenbelag. Was kann ich. Was ist das für ein Belag? Hallo! Schmiedebodenbelag. Blutessenz, Steinziegel, Kupferbarren. Steinziegel. Ja, so oder so, ich brauche Steinziegel. So oder so, ich brauche Steinziegel. So ein Kacke. Hallo Manni. So oder so, ich brauche Steinziegel. Ich habe nur ganz... Kann ich mit dem Steinstaub genug Schleifsteine machen? Ich habe das Rezept gar nicht. Was rede ich denn da? Ich habe das Rezept immer noch nicht. Und ich brauche 12. Nehmen wir erstmal die Rüstung. Was war denn hier? Leder. Okay, Leder hole ich mir. Kein Problem. Also wenn ich was hab, dann Leder, ey. Da mache ich mir direkt die Hose. Die Schuhe. Dann habe ich keine Faden mehr. Keinen Faden mehr. Dann brauche ich auch nur noch die Handschuhe noch. Vier Tücher, ich habe ein. Nee, falsch. Falsch. Ich hab da jetzt hier 4. Doch jetzt das hier. Soll denn ich mir das hier machen? Unbeflecktes, unbeflecktes. Müsste ich jetzt eine verbesserte Blutessenz bekommen gleich. Blutmond. Was macht ein Blutmond? Rot, es ist alles rot. Wieso ist es rot? Was macht ein... oh mein Gott, da kommt irgendwas. Achso, das ist Blutmond. Was macht Blutmond? Bin ich jetzt stärker oder so? Ah, damit braucht das für euch die verbesserte Blutessenz. Jetzt verstehe ich's. Was macht der Blutmond? Verschlinger. Da kriegt Schleifstein, Level 27, Grace von der Waffenschmied. Nichtsdestotrotz brauche ich trotzdem... Faulige Ratte. Rattenform. Alchemietisch. Vampirportal, das ist gut. Weiß nicht, wofür Blutmond ist. Höllenkriegstrompete. Ich lege mal ein bisschen was ab, das brauche ich nämlich nicht alles. Habe ich mir einen ganzen Stein hingeballert hier, ne? Stein. Wie viele Ratten ich habe, die muss ich alle gleich noch wegpacken. Das kann alles weg noch. Steinkörper.
Bretter. Okay, alles weg und dann Abfahrt. Blutmond. Oh, ging aber schnell, ne? Alter, ging ja schnell. Alter, wie viele Sägespäne kamen denn hier bei raus? Das sehe ich ja jetzt erst. Sägespäne. Ein und ein Brett. Damit kann ich übel viel Papier machen. Also das Lagersystem ist noch nicht so, bin ich noch nicht so happy mit, muss ich sagen. Wahrscheinlich hat man später eine große Truhe, da macht es auch mehr Sinn. Leere Feldflasche brauche ich nicht. Was war das hier? Markloses Leder mit Fischöl. Hm. Was ist das hier? Steigert der Weg deiner aktuellen Blutgruppe um 20% und erhöht deine Bewegungsgeschwindigkeit um 10%. Ui. Okay. Würde ich sagen, rennen wir mal. Machen wir den nächsten. Hier. Verfolgung starten, Abfahrt. Oha, ja, ich bin schnell. Blutmond ist ja chillig. Wo muss ich lang? Da lang. Oder? Hä? Ja, da lang. Blutmond ist ja cool. Ist es hier? Da unten ist eine Kiste, die will ich. Oh, zwei. Huge. Das hat sich gelohnt. Diese Fäden sind sehr wichtig. Schön ist das hier, oder? Level 27? Ah, hör auf, der belebt die immer wieder. Scheiße, das hat richtig weh. Was war es nicht? Das war irgendwas, aber das war nicht das, was ich haben will. Oder? Ach, weil hier noch welche sind.
Alter, der killt mich fast. Aber das war es nicht, was ich brauche. Aber hier liegt übel viel rum. Oder was ist das mit diesen ganzen Punkten? Was ist das hier überhaupt? Aber das war eine harte... Hä? Hier muss doch irgendwas sein. Ist doch nicht umsonst hier. Keine Kiste, kein gar nichts? Ist ja gar nicht gelohnt. Gar nichts. Chillig. Wieder raus hier aus dem Laden. Die waren aber Level 27, das heißt, diesen einen Dude auf Level 27 kann ich auch gut schaffen. Hoffe ich. Lydia, die Chaosbogenschützin. Ist es die? Ist es die, die ich haben will? Weiß nicht. Ist sie das? Auf jeden Fall ist irgendeiner, aber ich weiß nicht, ob es die war, die ich haben will. Ist geil, dass dann mal alles kaputt geht drumherum. Auch wieder was Neues. Das war eine, aber ich weiß nicht, ob es die war. Weiß nicht, ob es die war, die ich will. Auf jeden Fall muss ich gleich erstmal ein Tierchen absaugen. Sonst gehe ich hier gleich drauf. Aber ich glaube, die war es, ne? Natürlich. Aber diese Bogenschützen, die sich so hin und her verstecken, die sind echt ein bisschen tricky. Also hier jetzt ein kleines Wölfchen, da war ein Bär, den kann ich auch nehmen. Und sag, ich bin wieder voll. %19. Der Blutmond ist nice. Also im Blutmond kann man, glaube ich, auch dann die stärkeren Gegner machen. Aber ich bin jetzt Tag 14, das war das erste Mal Blutmond. Man kann da nicht immer 14 Tage warten, bis so ein Blutmond kommt. So, ab. Ich bin wieder zu Hause. J. Was habe ich denn hier? Chaos-Salve, die war übel nice. Den nehme ich mal. Die war schon cool, was ihr da gemacht hat. Vampirkräfte.
Da kommt noch mal irgendwas und ich kann mich richtig auch mal verwandeln hier, okay? Und ich habe doch im Bauen irgendwas Neues dann, oder? Produktion, Veredelung. Hier. Der Verschlinger. Brett und Kupferbahn. Außerdem Gegenstände und Komponenten zerlegen und Rohstoffe umwandeln. Oh, das kann gut sein. Vielleicht komme ich so an die Dingens. Mal her, hier. Mal Kupfer. Geh mal Bretter. Und lass uns das Ding mal bauen. Den Verschlinger. Falsch rum. Der sieht witzig aus, ne? Das wird Thumbnail. Der Verschlinger. Ich würde auch die Folge jetzt mal beenden. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden. Ich kann nichts weiter dazu sagen. Holt euch V-Rising. Also ihr seht, selbst solo hat man richtig tolle Zeit hier. Es macht süchtig. Mega geiles Game. Lasst ein Follow da, lasst ein Like da. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.